Willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Regnum. Hallihallo. Wir sind hier genau da. Ich habe ja im letzten Bar gesagt, dass ich mich ein bisschen verstecken will. Schöner Busch gefunden. Ich bin nämlich längere Zeit AFK gewesen. Wollte sogar nochmal aufnehmen, aber man wird so schnell müde, wenn man sich so konzentrieren muss. Zuerst musste ich mich konzentrieren wegen den Fortschlachten. Also ja, Brückenbelagerung und so. Dann wegen dem Questen. Was auch sehr herausfordernd war, weil wir ja überall auf Spiel treffen können und alleine unterwegs waren. Zu diesem Meneria Fort. Und dann haben wir noch ja, dann war hier fertig. Dann habe ich noch Minecraft Challenges aufgenommen, das heute auch noch kommt, oder schon oben ist. Und da musste man auch extrem konzentrieren, weil es ist ja Challenges. Das könnten wir eigentlich in Regnum auch mal machen, aber mit Level 60 dann. Es ist niemand hier. Was sowas? Ich will noch ein bisschen leveln heute. Ja, wir müssen Ignis fort. Wieder erobern. Los, sofort ab. Ja, danke, dass es auch wieder so gut angekommen ist. Der letzte Part. Oder der vorletzte Part, der. Und, freut mich auch, dass ihr so langsam ein paar Kommentare schreibt, auch wenn es meiste Werbung ist und ihr das nie sehen werdet. Ist es normal, weil ich sehe selber, wie böse eigentlich YouTube so ist, weil die über ja, zu viele Leute einfach auf YouTube sind und zu viele Parts machen und dann unsere so versteckt sind und alles mögliche. Ist klar, dass man Werbung machen will, aber ich bin ja eben strikt dagegen. Ich bin so wie abwesend gegen Werbung. Und deshalb möchte ich das nicht auf meinem Kanal. Da dürft ihr euch so viel Schwierigkeiten wie möglich machen. Also ihr könnt die ganze Zeit schreiben, aber es kommt nicht an. Und ich werde es ja auch löschen, wenn es mal ankommt. Ja. Weil, ja, Werbung ist halt auch schon nötig, aber für mich ist Werbung nicht nötig, solange ich nicht irgendwie abhängig bin. Und da mache ich auch wirklich nicht viel Werbung. Zum Beispiel tolle Werbung. Aber tolle Werbung kommt ja auf meinen Kanal nicht. Zwar wirklich tolle Werbung ist, ja. Kein Problem. Okay, wir sterben in 3, 2, 1. Kommt mal, Stunt. Es ist nichts los heute. Einer kommt schon. Ja. Hey, ich bin nur der Kameramann. Also lasst mich mal ein bisschen in Ruhe. Oh, das letzte Mal dieser Schütze. Boah. Was sollen wir machen? Komm, wir spielen Rambo. Wir spielen Rambock. Das ist noch besser. Gut. Dann erledigen wir hier die gelben Gegner. Liebe Leutchen. Wir möchten doch irgendwas machen, oder? Ja, ich hätte an den Strand gehen sollen, aber ich will doch euch etwas zeigen. Ja, ja, irgendwo sind die Gegner hier nicht mehr. Dann gehen wir mal wieder in den Vulkan rein. Nach hinten schauen dort, ob es jetzt bessere Gelbe gibt. Orange will ich einfach nicht erledigen, weil sie extrem oft die Sachen abwehren. Die Angriffe, vor allem die Zauber. Die auf, in Regnum Zauber sind. Naja, gut, schon ein Teil Zauber, aber. Ja, das kann ich doch einfach aus der Hand zaubern, also bitte. Da brauche ich doch keine Magie.
Ja, wenn du so richtig stark in deinen Bizeps bist, dann denkst du manchmal auch, du könntest so ein Kamehameha oder so herauszaubern. Dann macht man so eine unnötige Bewegung und hat dann Trizepsschmerzen, weil die Trizeps natürlich weniger stark beeinflussbar sind. Deckerfans, cool. Können wir hier ein bisschen leveln, bitte? Liefi. Die Lasagne. Die Lasagne ist ja hier. Der ist normal und kann die besiegen, weil er Ding Jäger ist. Ich will nicht Frettchen töten. Warum sind es so wenige? Was macht ihr mit dem Spiel? Tja, was wollen wir machen? Ja, gehen wir an die Mauer und probieren da mal ein bisschen zu leveln. Aber wenn nichts mehr da ist, gehen wir. So. Schade, dass so ein 45er größer Teil ist, sonst hätte ich wirklich den Jäger ein bisschen zeigen können und hochleveln können und so weiter. Aber ja. Ist er weg? Ist die Lasagne weg? Da ist er. Ja, der muss natürlich Trolle besiegen. Ja, da ist auch noch einer. Gut. Die Spanier haben wirklich ein richtiges Suchtproblem. Um jede Uhrzeit. Ich habe wirklich geschaut. Um jede Uhrzeit sind Leute am Leveln hier und immer die gleichen. Also nicht genau hier, sondern am Strand habe ich geguckt, aber ihr wisst schon. Strand, immer die gleichen am Leveln. Und die kommen nicht vorwärts. Was machen die gegen den Wind? Ich levele jeden dritten Tag sicher mal einmal hoch. Und jetzt momentan geht es sogar noch schneller. Und die sind immer im gleichen Level. Also als schwer wurde, herausfordernd und dann wurden es normal und dann wurde es einfach und dann wurde es sehr einfach. Okay, momentan im Strand sicher nicht, aber ja. Normale sind es mindestens geworden. Oder einfacher, genau, einfacher wurden es. Haben die irgendwie ein. Ja, ich bin zu viel online, die Buff. Also, ihr müsst wissen, ich bin extrem wenig online. Und ich komme tausendmal schneller vorwärts. Ich muss ja nur eine Stunde aufnehmen. Dann vielleicht noch eine Stunde. Ja, ein bisschen leveln oder so. Mal gucken, ob die andere wiederkommt. So. Ich habe mal die Zeit auf die Stoppuhr gemacht. Mal schauen. Kann ich besser schauen. Vergesst es nicht immer. Sodele, da sind wir bald am Strand. Der ist einfach mal dreimal so groß und hat keine Chance gegen mich. Ich bin so ein kleines Killerkaninchen. Sollte ja eigentlich Hasen sein, das können wir auch nachher noch mal kurz schauen, wie das denn so ist.
Was die sagen am Anfang des Charakters erstellen. So, Deli, da sind wir. Schildkröten töten. Mit der Schildkröte. Ja, toll. Ach, Regnum wird doch besser. Ich will ne richtig toller, super. Ja, Patch. Ich will einen super Patch. Komm, super Patch. Erscheine und mach Regnum tausendmal besser. Scheinbar hat die Liffy gedacht, das ist niemand online. Aber wir haben 9 Uhr morgens. Es ist schon viel später, als ich manchmal aufnehme, weil ich ja frische Parts machen will, wenn ich ausgeschlafen bin. Ich habe eben momentan Probleme mit dem Schlafen, aber ich schlafe immer eigentlich aus. Jetzt, weil ich so gut wieder einschlafen kann. Tja, dann ist die Konzentration natürlich auch besser, aber immer noch ein bisschen zu niedrig. Es liegt einfach irgendwie an meinem Krankenhausaufenthalt. Da wurde eigentlich mir sogar Gehirnwäsche oder so etwas gemacht. Ich habe mich zu Tode gelangweilt. Ah. Ja, hätte ich wie die anderen solche iPhones oder so, wo ich richtig toll alles machen kann, iPads. Nein, habe ich nicht und das Internet ist extrem schwach da drin. Also wird es sowieso irgendwie nicht so gut gehen. Also habe ich mich dürge tot gelangweilt. Hab mit einem, wie sagt man denn, Heiler sozusagen, zum Naturheiler unterhalten. Hier in der Schweiz gibt es manchmal lustige Leute. Und der war lustig. Ohne dass er es wollte. Oh, Kriegsherrn-Rundschild. Ah, no shit. Ein eckiges Schild. Ein Herzschild. Schildkröten, kommt! Ich hätte gerne eine Schildkröte, die mit der Zunge angreift. Die Schildkröten haben immer so coole Zungen. Es ist so eine Durchbohrzunge. Okay. Ach komm. Nicht schon wieder der Weg aus Japan oder was das soll. Ja, hallo. Bist du im Sterben? Du musst ein bisschen aussuchen. Ich wette, der stirbt jetzt. Ah nein, der hat ja ne. Das ist ein Jäger. Wir sollten eigentlich blitzschnell nach Level 60 kommen. Wenn jetzt nur einer da ist, setze ich wirklich die Schriftrolle ein. Wir haben ja noch Bonus. Ihr haltet Brillenbonus zu 144. Okay. Im nächsten Part. Noch etwas nachschauen. Eine Stunde. Was seid ihr für Arschlöcher? Ich wollte 20 Stunden. Also Entwickler, ihr seid so böse. Meine Kätzchen wollen wieder abhauen. Sie wollen an die Blumen und alles Mögliche, weil die Blumen so wackeln und alles Mögliche. Und aufs Bett, die Verwöhnten. Es ist so weich. Aber in mein Zimmer kommen sie nicht mehr. Auf mein Bett kommen sie nicht mehr. Nur auf hartes Bett, dem ist das egal.
Gut, dann haben wir doch schon recht viel wieder gesammelt. Also es ist nur einer hier, hä? Ja gut. Soll ich? Ich muss Level 45 werden, dann kann ich genug leveln. Also setze ich das jetzt ein. Die Glückskiste dann 48. Ist mir jetzt einfach mal empfohlen worden. Ja, wir ruhen noch kurz aus. Und dann machen wir es. Ich weiß gar nicht. Wann war das? Vorgestern. So. Es ist eine Woche. Dann glaube ich Ihnen auch. Ich will kurz schauen, wie viel. Ich habe es gerade ganz knapp nicht gesehen. Ach Mann, du bist so ein Affe. Es kommt noch so ein blöde Ding. Beschi. Dankeschön. Machst du viel Schaden? Ja, die werden wir auch angreifen. Wieder mal toll, weißt du, macht dieses scheiß Entwicklerteam hier am Strand nur einen Levelpunkt und schon kommen Tausende. Also es ist wirklich so, dass das ist zwei immer her Level. Und der Strand ist so klein. Das ist das größte Problem, oder? Bin ich schlechter geworden oder was ist los? Diese scheiß AP-Bonus. Schaut mal an, wie viel Schaden ich bekomme. Die Kröte ist noch da. Ah, gut. Komm. Ja. Noch einen. Ja, der Bonus vom Tag ist weg. Was? Wie brauchst du Mana? Hau ab! Boah, machst du viel. Was? Wieso bin ich so schwach jetzt? Ich habe niemals 200 Schaden bekommen. Das ist ja. Krass. Gut. Dankeschön, liebe Leveler. Ihr habt hier ganz schön aufgeräumt. Aber seht, wie schnell das geht. Seht euch das an. 500 ist schon cool. Ich müsste rechnen, wie viel das jetzt genau ausmacht. 100 ist zweimal so viel. Dreimal? Oder viermal? Sechsmal? Acht? Achtmal? Zehnmal? Hä? Zehnmal so viel? Nein.
kann niemals sein. Ich bin nicht gut in Mathe. Wir hatten sehr wenig von solchen Rechnungen. Ich glaube, wir hatten nicht mal ein Monatsprozentrechnen. Wir hatten gar nie Prozentrechnen. Uns wurde das nur erklärt. Seht ihr mal, wie gut ihr habt in Deutschland. Ihr könnt alles lernen. Und dann sehe ich manchmal im Internet strunzdumme Leute und denke mir, ja, was ist denn los in Deutschland? Nein, nein, in der Schweiz gibt es auch strunzdumme. Es liegt einfach daran, dass man im Internet das Gehirn manchmal extrem ausschaut. Schaut euch an, ich bekomme so viel wie bei einem Superspieler. Das ist ja heftig. Darum verstehe ich, dass die so beliebt sind, aber 10 Euro gebe ich jetzt nicht mehr aus. Könnt ihr vergessen. Auf jeden Fall werde ich übernächsten Part dann wieder Schlachten machen. Wenn ich jetzt rausgehe, dann verliere ich so viele EP. Ich werde niemals so viele Spiele erledigen. Und die sind ja so aggressiv momentan. Auf Stunts und so getrimmt. Können die eigentlich nicht durch den Boden? Wieso gehen sie dann durch den Boden? Also, dass die extra immer daneben gehen. Danke schön. Hey, jetzt greif doch an, du Blödes. Ich bin ein bisschen wackelig, ihr merkt's. Sehr wackelig. Nervös. Aber das ist so. Ich habe das erste Mal eine Schriftrolle und dann habe ich so einen Scheiß. Ja toll, wo sind die nächsten? Da ist einer. Wir haben bald Level 44. So. Also ich kaufe auf jeden Fall dann die 200 Schriftrollen, wenn ich dann gut in der Warzone Gegner besiegen kann. Richtige Gegner. So ab Level 54. Ja, 53 sage ich mal. Das war jetzt jedes Mal in meinem Let's Play das höchste Level. Und ich habe nachgeschaut. Okay, im letzten Ding habe ich es nicht mehr so gezeigt, aber ich habe ja ein paar Parts nicht mehr hochladen können. So. Na gut. Ah, 44. Weiter geht's. Jetzt geht's ja ein bisschen besser. Irgendwie habe ich so einen Debuff gehabt. Diese böse Schriftrolle. Sie war nicht so gut beim Essen. Kommt, gebt mir noch ein paar. Geh zurück und besieg die Golems. Steht das irgendwo, wie lange die Schriftrolle geht? Ich mache einen längeren Part. Ich will das irgendwie schaffen, dass zwei Parts gehen. Oder ich mache dazwischen eine kurze Aufnahmepause. Ja, mal gucken. Ah, hier kommen viele. Sehr schön. Schaut euch mal, wie viel wir schon wieder haben. Mann, das ist das größte Pay-to-Win-Spiel, hey. Schlimm, so etwas.
Die trinken die ganze Zeit Kaffee und ich bekomme langsam Heißhunger nach Kaffee. Weil ich vertrage es sehr gut, den Kaffee, also vor allem das Koffein. Bei mir, ich bin nie hyperaktiv oder sonst irgendwas. Nie hellwach. Ich könnte nach einem Kaffee, der schwarz ist, direkt einschlafen. Sogar besser schlafen. Aber macht mich irgendwie ein bisschen munterer, also so ein bisschen fitter. Müsste mal wieder einen trinken, aber ich habe meinem Vater das Kaffee nicht gern. Ja, nächster. ...904 Schaden. Jetzt bin ich auf Tour. So, wir müssen angreifen. Wie viel sind das? 3 Stück? Einer ist noch hinten dran. Ja, 3 Stück. Könnte sogar 4 sein. Der andere ist ein bisschen größer. Was ist das? Nein, das ist ein normaler. Ja, toll. Schaut, wie lang die eingefroren sind. Ja, sicher! Sicher! Mano! Ja, dann auch widerstehen! Mann, die sind immer verbuggt. Die laufen immer außerhalb von... Also, die bleiben immer außerhalb von ihrem Gebiet und dann gehen sie weiter raus und werden dann natürlich geheilt. Nein, so kämpfe ich nicht mit dir. Nein, du bist ein Cheater. Feigling. Ich habe die Steinfaust widerstanden. Gut. Also, gehen wir weiter. Solche Cheater-Monster. Kann ich irgendwas tragen? Vielleicht 44? Das ist 55, ja, das wollte ich sagen. Ich habe nichts. 44. Also 200 Schaden haben wir angerichtet. Ja, ist schon stärker, hä? Viel stärker. Beziehungsweise 98 plus 14. 87. Ja, ja, ist schon stark. Gut. Lieber Kohle, Sie werden jetzt nicht mehr reinkarnieren. Die Reinkarnation des Golems. Ja, auf jeden Fall haben sie zu geringen Laufradius, dass sie dann immer wieder heilen. Wahrscheinlich wurden bei ein paar einfach falsch angepasst oder so. Ja, das ist aber viel mehr Schaden. Das ist krass. Auch wenn er schlecht der Bogen ist, ist doch viel besser. Ja, okay, nicht viel besser, aber. Das ist dann wegen dem Buff noch gewesen. Nein, nicht widerstehen, du scheiß Golem. Was ist denn das? Was soll das genau sein, hä? Feige. Hallo, ich liebe Regnum trotzdem.
Welches Spiel hat schon zu offenen Airfire? PvP ist immer zu langweilig. In einer Arena vor Publikum, nicht vor Videowänden oder so. Ja. Aber es will hier in der Regnum auch niemand PvP machen. Okay, da liegt es an dem scheiß Kampfsystem, aber... Mann, ich brauche unbedingt so ein Spiel. Ich werde es wirklich entwickeln. Ich werde ein Entwicklerstudio kaufen, wenn ich dann das Geld habe. Ja, ich werde auch das Geld haben, hoffentlich. Und dann werde ich ein Spiel machen, nach meinem Wunsch. Machen lassen. Ein riesiger Käfer, jetzt muss ich Angst haben. Was ist los? Danke. Ach komm. So, jetzt mache ich den Part. Ja, fertig. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Dann kommt natürlich wieder ein Level-Part. Und dann kommt wieder ein Reichsschlacht-Part. Dankeschön fürs Zugucken. Bis später. Im nächsten Part.